Der Zeitplan für den deutschen Kohleausstieg steht. Die Bundesregierung und die Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg einigten sich auf einen Stilllegungspfad. Der wird nun mit den Betreibern der Kraftwerke und Tagebaue vertraglich festgelegt. Bis 2 Uhr nachts wurde im Kanzleramt verhandelt. Bislang sind nur wenige Details bekannt. So könnte das Kohle-Aus früher kommen als bisher geplant. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert könnten die letzten Meiler statt 2038 schon 2035 vom Netz gehen. Zudem ist nun beschlossene Sache, dass der Hambacher Forst erhalten bleiben soll. Garzweiler dagegen wird weiter für den Abbau genutzt. Für die Kohleregionen ist der Ausstieg eine große Herausforderung. Um diese zu stemmen, wurden ihnen insgesamt 40 Milliarden Euro Hilfsgelder für den Umbau ihrer Wirtschaft zugesagt. Die Beschäftigten in der Branche sollen ein sogenanntes Anpassungsgeld erhalten. Dieses wird bis 2043 gezahlt.